Gut, an alle da draußen, ja, und danke, dass ihr das super toll neue Video angeschaut habt. Hier ist wieder Konto Monzo mit einem nagelneuen Tutorial zu Terraria 1.2.2 Weihnachtsupdate in Farbe und Bunt. Und ich habe euch heute das wunderschöne Item Reindeer Bells mitgebracht, also die Rentierglocken. Und da steht ja auch schon, beschwört ein reitbares, ja, Rentier, summons a rideable Reindeer. Man sagt, glaube ich, Reindeer, soweit ich das weiß. Und jetzt fragen sich manche, ja, woher kriegt man das denn, bitteschön? Das kriegt man von der Ice Queen, also der Eiskönigin, die ihr im Laufe des Christmas-Eventes, also diese 20 Waves macht ihr ja. Und ich glaube, ab Wave 8 kommt die Ice Queen, das ist dieses Ding, das da rumfliegt. Das blende ich jetzt auch ein, wie ich es gekillt habe. Und dass ihr auch wisst, dass das droppt. Also seht ihr jetzt, wie ich hochfliege, wie klatsche und die Reindeer Bells kriege in schöner Slow Motion. Gut, was soll man groß sagen? Es ist auch ein Pet, aber es ist kein normales Pet, weil man kann drauf reiten. Das heißt, ich hocke jetzt hier auf dem Reindeer mit der roten Nase, ja. Also Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Sabalone. Es kann schnell laufen. Es kann ziemlich hochfliegen. Wie ihr vielleicht merkt, jetzt falle ich jetzt runter. Und es ist halt eher ein Fortbewegungsmittel, meiner Meinung nach. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, auf dem Reindeer zu attacken, zum Beispiel jetzt mit meinem Paladinshammer, geht es leider weg. Leider Gottes. Aber an sich finde ich es ein echt geiles Item, muss ich sagen. Bestimmt auch selten, weil es auch hier gelb und so weiter ist. Aber ich meine, es ist ein Rentier zum Reiten, zum Rumfliegen. Es ist einfach geil gemacht und vielleicht kommen auch in der Zukunft weitere Pets, die nicht nur hinter euch sinnlos herlaufen, sondern auch irgendwas bewirken oder auf dem man reiten kann oder sowas. Das sind ja dann keine Pets mehr, das sind, glaube ich, wie nennt man das in Fachkreisen? Mounts, weil man sie mounten kann? Wer es genau weiß, schreibt es mal mit in die Kommentare und ihr könnt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das gut findet und ob ihr in Zukunft vielleicht auch weitere so Tierchen sehen wollt, auf denen man auch reiten kann oder die auch einen weiteren Nutzen haben, als statt nur süß zu sein und hinter euch herzulaufen. Schreibt mal alles in die Kommentare, würde mich interessieren und wenn euch das Tutorial gefallen hat, natürlich einen schönen Däumchen bis zum Himmel, das wisst ihr mittlerweile. Und wenn euch das besonders gefallen hat, dann könnt ihr es natürlich auch teilen. Also würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten kleinen Tutorial von eurem Gonzo Monzo.